Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar drehen wir heute ein Video über das dritte Schwangerschaftstrimester oder auch Triminum genannt. Die ersten zwei Teile zum ersten und zweiten Trimester haben wir ja schon abgedreht und jetzt fehlt uns quasi der Endspurt. Also ganz viel Spaß beim Zusehen. Als erstes vorab, die ersten zwei Trimester haben wir ja schon abgedreht. Den Link packe ich euch in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das auch auf jeden Fall ansehen. Und jetzt sind wir beim dritten Trimester angelangt. Und von wann bis wann geht das überhaupt? Man sagt immer 28. Schwangerschaftswoche bis zum Ende eurer Schwangerschaft. Und wann die endet, ist ja sehr individuell. Ich würde euch jetzt erstmal ein bisschen was erzählen, was im dritten Trimester so passiert bei den Kindern, was sich so entwicklungstechnisch dort abspielt und dann auf die Beschwerden eingehen und was vielleicht bei der Linderung hilft. Was auf jeden Fall bei fast allen Schwangeren der Fall ist, dass man aufgeregt wird. Also es ist ja jetzt wirklich kurz vor Geburt. Es sind die letzten drei Monate ab der 28. Woche und jetzt beginnt quasi der Endspurt. Und es ist so, der Bauch wird natürlich ständig größer, engt euch vielleicht auch im täglichen dann immer mehr ein. Und ja, es geht Richtung Geburt. Also seid gespannt auf jede weitere Woche. Wichtig ist wirklich, jede Woche und jeder Tag zählt. Also es ist wichtig, möglichst lange schwanger zu sein. Als erstes zur Entwicklung eures Kindes. Also um die 29. Schwangerschaftswoche rum ist die Organentwicklung eures Kindes, die Gehirnentwicklung und die des Nervensystems abgeschlossen, zum größten Teil zumindest. Und nun geht es noch darum, dass die Kinder wachsen. Das heißt, dass sie zunehmen an Länge, also wirklich in der Länge wachsen und an Gewicht zunehmen und vor allem ein bisschen Unterhautfettgewebe aufbauen für die Zeit nach der Geburt. Denn Wärmeregulation läuft jetzt gerade noch bei euch über eurem Bauch in der Gebärmutter, aber wenn die Kinder geboren sind, müssen sie natürlich die Temperatur selber halten können. Und je mehr Unterhautfettgewebe sie gebildet haben, desto leichter fällt ihnen das. Wenn ihr jetzt im dritten Triminum seid und es Richtung Geburt geht, ist ja immer so die Frage, wann ist eigentlich noch eine Frühgeburt und wann hört die Frühgeburtlichkeit auf? Also man sagt immer, zur 37 plus 0 Schwangerschaftswoche ist das Baby keine Frühgeburt mehr. Das heißt, wenn ihr dann entbindet, ist auch alles im grünen Bereich. Und die meisten Kinder, die in diesen Schwangerschaftswochen geboren werden, brauchen auch nach der Geburt keine Atemunterstützung mehr. Natürlich ist es toll, je näher ihr an den ET rankommt und man sagt immer, jede Woche zählt, jeder Tag zählt. Um den ET herum haben eure Kinder dann ein gewisses Gewicht und eine gewisse Körperlänge erreicht. Man sagt immer so, im Durchschnitt wiegen sie 3500 Gramm, sind ungefähr 50 cm lang und der Kopfumfang beträgt im Schnitt 35 cm. Das ist natürlich super individuell und kann ganz stark schwanken. Manche Kinder wiegen am ET viel weniger und andere viel mehr, aber das ist so der Durchschnitt. Am Anfang des dritten Trimesters, so um die 28. Woche rum, ist es so, dass ihr die Kindsbewegung noch sehr ausgeprägt spüren werdet, dass die Kinder sich auch noch kugeln können im Bauch und sich wirklich ganz wild bewegen. Und zum Ende hin der Schwangerschaft wird es immer weniger, weil der Platz wird natürlich enger in der Gebärmutter, das Fruchtwasser wird ein wenig weniger und die Kinder rutschen auch schon ins Becken runter und bewegen sich dann auch einfach nicht mehr so viel am Ende. Von daher lasst euch davon nicht irritieren. Am Anfang des dritten Trimesters sehr, sehr viel Bewegung, am Ende eher weniger. Was ich auch ganz häufig von euch gefragt werde, ist, wie die Vorsorge am Ende der Schwangerschaft abläuft. Natürlich ist das sehr individuell. Jeder Frauenarzt, jede Frauenärztin handhabt das so, wie sie das für sich richtig empfindet. Und es kommt auch immer darauf an, ist es bei euch eine Risikoschwangerschaft, bekommt ihr ein Kind oder Mehrlinge. Also wie gesagt, sehr individuell. Ich kann euch sagen, wie es so im Lehrbuch steht, wie es gehandhabt wird. Also am Anfang des dritten Triminons gibt es auf jeden Fall immer noch mal diesen dritten großen Ultraschall, der beim Frauenarzt gemacht wird. Da werden alle Werte vom Baby eingetragen. Ist auch super interessant. Schaut euch das gerne an und falls ihr eine zweite Schwangerschaft oder dritte Schwangerschaft jetzt schon habt, vergleicht auch mal gerne. Ich finde das super spannend, einfach die Kids auch zu vergleichen, ob das eine größer war als das andere und wie die sich so dann entwickelt haben. Zumindest habe ich das immer gemacht. Dann ist es natürlich so, dass der Bauch jetzt immer größer wird von Woche zu Woche und viele Frauen auch einfach in ihrer Bewegungsmöglichkeit irgendwann einschränkt. Das ist aber völlig in Ordnung. Beweg dich einfach so viel, wie es möglich ist. Man sagt immer so schön, moderate Belastung. Also schau einfach, dass es dir gut tut her von der Bewegung, aber überanstreng dich nicht, weil das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und guck einfach, dass du eine gute Kombination machst aus Bewegung, also mal spazieren gehen und dann wieder ausruhen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein weiteres Symptom, nenne ich das immer gerne, im dritten Triminon ist, dass man wirklich am Anfang des dritten Trimesters
total entspannt ist, alles noch sich gut bewegen kann, alles noch schön ist vom Körpergefühl und einfach je weiter man kommt, alles wird anstrengender und mühsamer. Jede kleinste Bewegung, die sonst ganz normal ist, zum Beispiel Schuhe zu binden oder so, wird halt anstrengend, weil der Bauch wächst. Das ist wie gesagt ganz normal. Es ist so zum Ende der Schwangerschaft hin, dass man der Schwangerschaft auch einfach überdrüssig wird, sagt man immer so. Und das ist so eine Art Abkopplung, Abnabelungsprozess, dass man sich auch von der Schwangerschaft so ein bisschen verabschiedet und dass es dann auch in Ordnung ist, dass das Baby bald geboren wird. Das ist so unterbewusst, was in der Psyche abläuft, ist aber ganz, ganz wichtig. Und bei einigen Frauen setzt das schon früher an im dritten Trimenon und bei anderen später. Das kommt immer darauf an, wie stark ihr euch auch wirklich eingeschränkt fühlt durch diese Schwangerschaft. Aber es gibt natürlich auch Frauen, die sich überhaupt nicht eingeschränkt fühlen durch die Schwangerschaft und die vielleicht einen ganz kleinen zierlichen Bauch haben, noch alles so machen können wie vorher und wirklich jeden Tag bis zum Ende genießen. Auch das gibt es und auch das ist natürlich völlig in Ordnung und total gut. Dann kommt es am Ende der Schwangerschaft auch zu Senkwehen. Und zwar bei den Erstgebärenden so um die 36. Woche. Wenn ihr schon ein Baby bekommen habt, dann kann es schon früher beginnen, auch schon 33., 34. Woche rum. Und die Senkwehen sind für manche Frauen gar nicht spürbar und wieder andere spüren sie doch ganz ausgeprägt. Einfach wirklich ein Hartwerden der Gebärmutter, des Bauches. Der Bauch kontrahiert, wird wieder locker. Es kann in den Leisten ziehen, es kann auch schon mal nach unten drücken und es kann auch hinten im Rücken ziehen. Aber das ist wirklich, wie gesagt, auch sehr individuell, wie man das so wahrnimmt. Bei den meisten Frauen ist es so, dass die Kinder in Schädellage liegen, also sich schon richtig in Startposition begeben haben. Und der Sinn und Zweck der Senkwehen ist, dass sich das Köpfchen absenkt ins Becken und dann ordentlich schon runterdrückt auf den Muttermund, so dass dann quasi, wenn die Geburt losgeht, der Muttermund sich auch öffnen kann. Genau, und manche Kinder liegen aber auch nicht in Schädellage, sondern liegen in Beckenendlage. Das heißt, der Popo guckt nach unten. Das sind wenige, man sagt so 3-5%. Und dann gibt es noch Kinder, die sich in Schräglage oder in Querlage drehen. Das sind unter 1%, also wirklich ganz, ganz wenig. Wie gesagt, die meisten Kinder liegen in Schädellage. Auch kann es sein, dass am Ende der Schwangerschaft, also vielleicht auch schon nach der 36. Schwangerschaftswoche, einfach bei leichter Bewegung, die ihr im Alltag macht oder wenn ihr euch bückt oder wenn ihr die Treppen hochlauft zum Beispiel, einfach euch mehr bewegt, dass dann auch der Bauch öfter mal hart wird. Das sind dann sogenannte Vorwehen, das ist auch schon alles Vorbereitung auf die Geburt. Manchmal bewirkt es auch, dass sich der Gebärmutterhals schon ein bisschen verkürzt oder im besten Fall der Muttermund schon ein bisschen öffnet. Aber auch das ist ganz normal, hat auch nicht immer zu heißen, dass die Geburt jetzt schon losgeht. Am Anfang ist man immer sehr aufgeregt und denkt, oh Gott, geht's jetzt heute los? Und dann verschwindet es wieder. Also das ist ganz typisch für Vorwehen, sie kommen und verschwinden wieder. Wenn sie bleiben und dann wirklich auch intensiver werden und ihr zum Beispiel während einer Wehe euch nicht mehr unterhalten könnt, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass es richtige Wehen sind. Als Tipp, viele Frauen nehmen ja Magnesiumcitrat in der Schwangerschaft, um die Vorwehen, die man schon in der Frühschwangerschaft hat, so ein bisschen zu unterbinden. Oder wenn man auch Ziehen in den Leisten zum Beispiel schon frühzeitig hat, kann man Magnesium nehmen, um den Bauch etwas zu entlasten, zu entkrampfen, die Gebärmutter zu entspannen. Ab der 36+0 Schwangerschaftswoche wird empfohlen, Magnesium abzusetzen, damit die Vorwehen und Senkwehen, die jetzt kommen, auch den Zweck ihrer Aufgabe erfüllen können. Was auch ganz typisch ist für das letzte Trimenon, dass man einfach auch noch mal einen ganz dollen Nestbautrieb hat. Das ist ganz, ganz typisch. Man ist kurz vor Geburt und möchte halt möglichst alles perfekt zu Hause vorbereitet haben. So kenne ich das von vielen Frauen. Ich selber war auch so. Man fängt dann an rumzuwuseln, macht nochmal schnell den Haushalt, macht nochmal einen Hausputz, putzt die Fenster und so weiter. Auch das ist ganz normal. Das hat auch was einfach mit dem Unterbewusstsein zu tun, dass man dem Baby möglichst ein sicheres, schönes Zuhause schaffen möchte. Ganz normal, lasst das einfach zu. Jetzt kommen wir zu den Beschwerden im dritten Trimenon. Natürlich ist es auch so, dass in dieser letzten Phase der Schwangerschaft die Beschwerden meist auch noch mal ein bisschen zunehmen. Das liegt einfach daran, dass der Bauch ordentlich wächst und dass man natürlich auch noch mal eine Gewichtszunahme hat. Als erstes würde ich auf das Thema Rückenschmerzen eingehen. Ich glaube, das ist so das Häufigste. Fast alle Schwangeren haben am Ende der Schwangerschaft Rückenschmerzen. Wie ich gerade schon gesagt habe, das liegt daran, dass der Bauch wächst, die Gebärmutter wächst, das Kind wächst. Es drückt mehr nach unten. Dann hat man ja in der Schwangerschaft sowieso auch ein Hohlkreuz. Natürlich, je mehr der Bauch wächst, desto mehr fällt man auch ins Hohlkreuz. Ist für die Rückenschmerzen auch nicht optimal. Schaut, dass ihr eine Kombi macht
aus Bewegung und Ausruhen. Das ist ganz, ganz wichtig. Was auch immer toll ist, sind Massagen auf der Seite. Also motiviert mal euren Partner, dass er euch zwischendurch mal hier hinten den Rücken wirklich massiert. Wärme ist auch immer gut. Das heißt, warm duschen, Badewanne, das entspannt einfach die Muskulatur. Ein Körnerkissen hinten reinlegen in den Rücken, das ist auch immer gut, so in den Kreuzbein-Lendenwirbelbereich. Und schaut, dass ihr euch nachts gut stützt. Also wenn ihr auf der Seite liegt und dann Schmerzen habt, schaut, dass ihr euch was zwischen die Beine legt, zum Beispiel ein Stillkissen oder ein normales Kissen. Das entlastet einfach auch ein bisschen die Hüfte, ein bisschen das Becken und ist auch von der Schlafposition her meist angenehmer. Was man auch noch machen kann, man kann Taping und Akupunktur in Anspruch nehmen oder auch zum Physiotherapeuten gehen und sich dort nochmal richtig behandeln lassen, wenn ihr wirklich ganz ausgeprägte Schmerzen habt. Und wo ich es gerade schon angesprochen habe mit dem Schlafen und was zwischen die Beine legen, was auch viele Frauen haben, ist, dass sie plötzlich unruhig werden und nachts nicht mehr so gut schlafen. Das liegt an mehreren Faktoren. Einmal, dass sich die Psyche vorbereitet auf die Aufgabe mit Kind. Es passiert natürlich ganz viel mental im Kopf. Man bereitet sich auf die Geburt vor, man macht sich natürlich Gedanken, wie wird das mit Kind, wie wird das mit meinem Partner, wie läuft das alles so weiter, wie wird die Geburt, wie wird das Wochenbett. Es gehen einem ja unglaublich viele Gedanken durch den Kopf und jede Frau hat da auch so ihre eigenen Gedanken. Und viele hält das nachts wach und dann fangen sie an, durch die Gegend zu laufen. Oder man wird wach zum Beispiel durch Hunger. Auch das ist schon eine Vorbereitung auf die Stillzeit, dass man nachts zum Beispiel wach wird und denkt, oh, ich muss jetzt was essen. Ja, und den Blutzuckerspiegel wieder ein bisschen in die Höhe treibt. Und da hilft auf jeden Fall eine entspannte Schlafposition. Deswegen schaut mal, dass ihr euch das möglichst bequem macht im Bett. Und zudem ist es so, dass viele Frauen auch nachts natürlich häufig auf Toilette müssen. Die Blase ist jetzt halt auch extrem eingeengt in ihrer Kapazität, wird von allen Seiten von der Gebärmutter etwas beengt und deswegen muss man ständig auf Toilette. Das hat mich auch bestimmt 5-mal die Nacht immer rausgeholt und ich war ja noch gar nicht am Ende der Schwangerschaft. Von daher, wenn ihr jetzt ganz am Ende seid, ich fühle mit euch, ich weiß, wie es ist von den ersten 2 Kindern. Das hält einen auch wach und zudem haben viele Frauen auch nachts Hüftschmerzen, dass man wirklich, wirklich regelmäßig jede Stunde aufwacht und sich einfach von links nach rechts dreht, weil das Becken und die Hüfte schmerzt, wenn man so lange auf einer Seite liegt. Und da ist es auch wichtig, einfach für Entlastung zu sorgen und ich finde, das geht immer total gut mit dem Stillkissen. Kauft euch am besten so ein langes Stillkissen, was ihr einmal zwischen den Beinen durchlegen könnt und dann noch hinten am Rücken lang, dass es euch dort auch noch stützt und auch so ein bisschen unter dem Bauch heben, dann ist der auch so ein bisschen angenehm abgelegt. Was auch viele Frauen leider beschäftigt im dritten Trimenon ist das Thema Sodbrennen. Ich hatte es schon vor dem dritten Trimester, manche haben es dann aber auch erst im dritten Trimester und manche haben Glück und haben es gar nicht. Aber es ist natürlich klar, je höher die Gebärmutter rückt, desto mehr wird der Magen eingeengt, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal Speisebrei oder Speichel, Magensaft wieder hochläuft in der Speiseröhre und dann Sodbrennen verursacht. Ist sehr unangenehm. Da müsst ihr wirklich mal gucken, dass ihr auf die Lebensmittel, die das auslösen, bei euch verzichtet. Und das ist tatsächlich bei jeder Frau anders. Die einen reagieren eher auf Fruchtsäfte und so fruchtsäurehaltige Sachen. Die anderen reagieren auf andere Sachen, zum Beispiel fettige Speisen oder sehr zuckerhaltige Speisen mit Sodbrennen. Probiert das aus und schaut mal, was euch gut tut. Was ich auf jeden Fall vermeiden würde, ist abends große Mengen zum Beispiel von Saft zu trinken, weil wenn ihr euch dann hinlegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das dann hochsteigt und euch Sodbrennen macht. Deswegen auch abends vielleicht erhöhte Rückenlage. Auch wenn ihr wisst, ihr habt gerade was gegessen, was euch nicht so gut tut, erhöhte Rückenlage, damit der Speisebrei nicht zurückläuft, sondern wirklich abfließt. Und dann gibt es natürlich Lebensmittel, die euch Abhilfe verschaffen können. Es gibt ganz viele verschiedene. Probiert da auch aus, was euch gut tut. Zum Beispiel kalte Milch trinken, Buttermilch. Das war so das, was mir gut geholfen hat. Dann Mandeln kauen ist auch immer sowas, was gut helfen soll. Manche lutschen Eiswürfel, weil das die Speiseröhre so ein bisschen betäubt. Wieder andere nehmen auch Präparate aus der Apotheke, die auch Sodbrennen lindern sollen. Was auch noch immer gut hilft, ist Natron. Ein Teelöffel Natron in ein Glas Wasser umrühren und trinken. Auch das kann Erleichterung schaffen. Mir ist noch was eingefallen. Knäckebrot essen und so harte Brotkrusten. Das hat mir auch gut geholfen. Das zieht so ein bisschen den Magensaft auf, deswegen hilft das gut. Wenn ihr Sodbrennen habt, schreibt mal in die Kommentare, was euch besonders gut geholfen hat. Ich habe da so viele Nachrichten schon zu bekommen, finde das super interessant, was der einen oder der anderen Frau gut hilft. Und ich denke, dass viele Frauen sich hier darüber freuen, über den einen oder anderen Tipp. Und abschließend zum Sodbrennen.
Meistens ist es zur 36. Schwangerschaftswoche hin am schlimmsten, weil dann steht die Gebärmutter am höchsten, also auf ihrem höchsten Stand der gesamten Schwangerschaft. Und dann ist es ja so, dass sich das Köpfchen im besten Fall absenkt, dann rutscht der Bauch wieder ein bisschen runter, so ein, zwei Querfinger, und dann wird es meistens mit dem Sodbrennen auch wieder ein bisschen besser. Dann das Thema Kurzatmigkeit. Damit haben auch viele Frauen in der Schwangerschaft Probleme. Fängt meistens so um die 28. Woche hin an und wird dann von Woche zu Woche meist schlimmer. Liegt auch daran, dass der Bauch größer wird, die Gebärmutter wächst und natürlich die umliegenden Organe verdrängt und auch die Lunge etwas einengt. Und natürlich wird man dann kurzatmig. Das bleibt auch bis zum Ende der Schwangerschaft, ist aber wirklich nach der Geburt dann sofort erledigt und weg. Und ein weiterer Punkt, mit dem auch viele Frauen zu kämpfen haben, ist das Thema Wassereinlagerung. Gerade wenn man im Hochsommer schwanger ist, hat man es vielleicht noch mal mehr, als wenn man im Winter schwanger ist. Aber manche Frauen haben auch einfach so Wassereinlagerung, egal welche Jahreszeit. Und je größer natürlich der Bauch wird, desto mehr drückt alles nach unten. Und dann kann es gut sein, dass einfach der Rückfluss in den Beinen auch nicht mehr so optimal ist und dass sich deswegen dann auch ordentlich Wasser staut. Und natürlich einfach durch die Hormonumstellung. Auch das begünstigt in der Schwangerschaft Wassereinlagerung. Was kann helfen? Bewegung. Bewegung ist gut, moderate Bewegung wieder, also angepasst, je nachdem, wie fit ihr seid. Schaut einfach, dass ihr in euren Tagesablauf Bewegung einbindet. Mal spazieren gehen, mal die Treppen steigen, anstatt den Fahrstuhl zu nehmen. Einfach so Sachen, die man in den Alltag gut einbauen kann. Und aber dann zwischendurch auch immer wieder Ruhe. Das heißt, die Füße hochlegen, wirklich sich ein bisschen ausruhen, gerne auch Wechselduschen machen, wirklich kalt-warme Wechselduschen. Das ist auch fördernd, dass die Ödeme, die Wassereinlagerungen verschwinden. Und was man auch machen kann, ist, man kann sich vom Frauenarzt Antithrombosestrümpfe verschreiben lassen. Die kann man dann im Sanitätshaus anfertigen lassen oder in der Apotheke sich besorgen. Und dann wird wirklich euer Bein ausgemessen, die werden angepasst und sollten bis über den Oberschenkel gehen. Das ist ganz, ganz wichtig und die helfen. Die helfen richtig, richtig gut. Wichtig ist, die morgens anzuziehen, am besten noch im Bett, wenn die Beine noch schön abgeschwollen sind. Und wenn ihr das alleine nicht mehr hinbekommt, fragt euren Partner oder lasst euch so eine Anziehhilfe mitgeben. Es gibt so Anziehhilfen, damit man die leichter anziehen kann, diese Antithrombosestrümpfe. Aber wenn ihr starke Beschwerden damit habt, helfen die wirklich sehr gut und fragt da auch gerne nochmal euren Frauenarzt. Zudem kann es auch am Ende der Schwangerschaft zu Krampfadern kommen und zu Hämorrhoiden. Auch da gibt es verschiedene Mittel, die man sich verschreiben lassen kann, die Linderung verschaffen. Fragt auch da gerne nochmal bei eurem Arzt nach. So, ihr Lieben, das waren jetzt die häufigsten Beschwerden, die mir für das dritte Trimester eingefallen sind. Jetzt würde mich wahnsinnig interessieren, was ihr vielleicht für Beschwerden hattet. Schreibt das unbedingt in die Kommentare, weil es wird mit Sicherheit das ein oder andere dabei sein, was ich jetzt nicht aufgeführt habe. Und beachtet nochmal, es ist wirklich super individuell. Was der einen Frau gut hilft, hilft der anderen gar nicht. Testet euch da durch und schaut, was euch am besten tut. Und seid geduldig. Ich weiß, am Ende der Schwangerschaft ist man nicht mehr geduldig. Ich bin auch so ein ungeduldiger Mensch und man freut sich ja auch so aufs Baby, aber die letzten Wochen können ganz, ganz schnell vergehen oder sich halt zäh ziehen wie Kaugummi. Beides ist völlig normal und meistens ist es so, dass die letzten Tage dann doch anstrengend sind, weil man jeden Tag denkt, es könnte jetzt losgehen und dann geht es doch nicht los. Aber wenn euer Baby bereit ist, wird es sich auf den Weg machen und dann wird es auch losgehen und dann habt ihr es bald im Arm. Deswegen freut euch auf diese letzten Tage, genießt nochmal die Zeit zu zweit mit eurem Partner und freut euch einfach auf die Geburt und auf die Zeit dann mit Baby. Und es ist so, das wollte ich abschließend nochmal sagen, die wenigsten Kinder werden am ET geboren. Man sagt immer, 2,5 bis 4% der Kinder werden am errechneten Geburtstermin geboren und alle anderen entweder ein bisschen weiter vorne oder man überträgt. Von daher, ich drücke euch erstmal alle Daumen. Ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes letztes Schwangerschaftstriminon. Wie gesagt, genießt die Zeit und ich wünsche euch eine ganz schöne Geburt und eine super schöne Kennenlernzeit, ein tolles Wochenbett. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, hoch da und abonniert den Kanal. Dann sehen wir uns schon ganz bald wieder im nächsten Video. Bis dann!